Herzlich willkommen, hier ist Glose mit einem weiteren Let's Play World of Tanks. Wir nehmen mal unseren Japaner, den Typ 3 Chinookai, und werden damit mal so ein Gefecht machen mit dem mittleren Panzer diesmal. Der hat einen sehr guten Durchschlag und mittleren Schaden. Ist sehr agil, Panzerung ist praktisch nicht vorhanden. Man kann mit ihm aber sehr agil und ninjahaft spielen. Da muss man so ein bisschen Katz und Maus spielen. Und damit ihr das Ganze seht, legen wir einfach los. Und gucken wir mal, was für eine Karte wir diesmal kriegen. Mit dem Panzer kann man auch wie Jagdpanzer vorgehen, da er sehr genaues Geschütz hat. Und manchmal ist man da sogar drauf angewiesen, da er überhaupt nicht gepanzert ist, praktisch gesehen. Und dass man immer aus der Deckung schießen muss, aus dem Hinterhalt. Das heißt, immer wirklich sein, immer Überraschungsmanöver starten. Bisschen Ähnlichkeiten mit dem VK hat der schon, den wir vorhin gespielt haben. Aber der VK ist ein schwerer Panzer, der auch einigermaßen wie ein schwerer Panzer gepanzert ist. Ja, sogar wenn er etwas schwächer gepanzert ist, ist er trotzdem immer noch vernünftig gepanzert. Aber der Panzer hier, das ist... Die Panzerung ist nicht nicht dafür geeignet, auf der vordersten Front zu spielen. Also gerecht. In dem Sinne müssen wir immer ein bisschen gucken, wo wir gebraucht werden. Und diesmal werde ich mich einfach zu den Jagdpanzern hingesehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich... Naja, dass das Spiel nicht wirklich mitmacht gerade. Aber das werden wir sehen. Die letzte Aufnahme ist mir irgendwie schon abgeschmiert. Aber das meiste läuft ja gut und die Qualität ist auch ganz in Ordnung bis jetzt gewesen. So, wenn wir uns hier beim Gebüschen hinstellen, dann schießen wir hinter dem Gebüsch, hinter dem Gebüsch, hinter dem Gebüsch. Und wir können gar nicht aufgedeckt werden, obwohl wir feuern. So, jetzt haben wir den hier. Sehr genaues Geschütz, hat schon mal Schaden, toll gesagt. Schön. Hat der eine mitbekommen. Ja, sehr gutes Geschütz, sehr genau, sehr präzise. Abweichung ist nicht wirklich vorhanden, ist sogar besser als bei vielen Jagdpanzern. Aber das Fahrzeug ist einigermaßen agil und man hat einen Turm. Also man kann viele Manöver starten, aber man ist wirklich darauf angewiesen, nicht getroffen zu werden. So, der wird schon mal demoliert. So. Hat auch gutes Sichtsystem und gute Tarnwerte, deswegen kann man einfach mal stehen bleiben und verteidigen. Was haben wir denn da? Rufen wir mal ein bisschen um Hilfe. Da feuern wir am besten nicht, weil die würden mich sehen. Und da bin ich wirklich darauf angewiesen, nicht gesehen zu werden. Wenn die mich sehen, dann kriege ich so ein rotes Lämpchen. Und dann ist es eher zu spät, so wie jetzt. Dann muss ich auch schon was machen. So, der ist ausgefallen. Ja, bewege ich mich mal ein bisschen. Naja,
Etwas ausgerichtet haben wir schon, aber wie ihr gesehen habt, es waren einfach zu viele, die hier der Flanke marschiert sind. Da konnte man nicht wirklich halten. Die andere Flanke haben wir durchgebrochen, aber wir sind noch viel zu weit entfernt von ihrem Cap, wo die schon bei unserem Cap praktisch dastehen. Und jetzt, ja, sehe ich das Gefecht eigentlich schon als gelaufen, weil die brauchen nur zu dem Cap zu fahren, das einzunehmen, und unsere Leute sind viel zu weit entfernt, um das verteidigen zu können. Ja, wenn wir mal gucken auf der Statistik, was das Ganze, wie das Ganze aussieht dabei. Jetzt sind die schon auf dem Cap und nehmen die unsere Position ein. Der Digger Max, warum der flüchtet, da weiß ich nicht. Normalerweise müsste er mit aufdecken und verteidigen. Und der Panzer SV, Selbstfahrer Vierte 4C, der müsste auch verteidigen, aber das wollen sie nicht und wir haben verloren. So. Dann schauen wir uns doch mal die Statistik an. Das lädt noch. Was haben wir denn alles ausgerichtet? Also man sieht, wir haben einiges mitgemacht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 7, 5 Fahrzeuge aufgedeckt. Bei 3 Fahrzeugen haben wir aufgeklärt, dass die Verbündeten Schaden machen konnten. Einsatz der Panzerung, habe ich mit meiner Panzerung irgendwie, oder nee, eigentlich ist es seine Panzerung, ich glaube, es ist seine Panzerung, ja, es ist seine Panzerung, die meinen Schuss abgewehrt hat, aber ich krieg trotzdem Punkte, weil ich ihn getroffen habe. Hier bei 100, 200, 100 Schaden und ein Panzer zerstört. Gucken wir mal hier, wo stehen wir in der Statistik? In der Statistik waren wir so ziemlich weit oben, die Besten, weil wir ja, wie gesagt, viel aufgedeckt haben und einiges an Schaden ausgeteilt haben. Okay, das ist unser Plus. Zurzeit ist Premium-Konto aktiv, deswegen haben wir einen kleinen Bonus. Sollte es eigentlich sein, oder? Wie sieht es aus mit Premium? Genau, hier steht mit Premium, dann ist es schon aktiv und zählt so. Na gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war euer Gloser. Meldet euch, schreibt Kommentare. Ich werde auch weiterhin die Videos stellen und freut mich, dass es euch gefällt. Euer Gloser. Ciao.